Herzlich willkommen zu Sprechzeugs. Ich freue mich gerade sehr über die Sonne, ihr Lieben. Es geht heute weiter mit den Kommunikationsstörern. Ihr erinnert euch an Wortwahl, an Klang, an Lautstärke, an Tempo. Wir haben in der Richtung schon ganz viel gemacht. Und heute geht es um die Artikulation, ihr Lieben. Ja, Artikulation. Artikulation findet hier statt in unserem Artikulationsraum, ja, in unserem Mund. Es sind Lippen, es sind Zunge, Kiefer, Zähne, Gaumen, Wangen und so weiter beteiligt. Und damit produzieren wir solche Reibe- und Zischlaute, die aus den Vokalen, aus den A, E, O, U's, ja, verständliche Sprache machen. Ihr erinnert euch vielleicht? Guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid. So, vorher waren es nur Vokale, danach war es Sprache. Okay, dieses, warum habe ich auf Lippe und so weiter und Zunge und so weiter hingewiesen? Ihr könnt ein Z ohne Zähne und Gaumen und Zunge nur schwer produzieren. Ein F ohne Nutzung der Lippen, ein B ohne Lippen, ein Sch ohne die Wangen, es geht alles nicht. Das heißt, es geht alles nicht. Haha, ist alles unmöglich. Ha! Das heißt, Artikulation macht verständliche Sprache aus unseren Lauten. Jetzt gibt es Menschen, die artikulieren, sagen wir mal, sehr zurückgenommen. Ne? Da gibt es so die Nuschler vom Herrn, die sprechen dann eher so, der Mund ist wenig auf. Die sprechen dann eher so und der Mund ist wenig auf. Und manchmal sprechen die sogar noch nach unten. Sprechen dann so, da geht auch, Entschuldigung, dann geht auch der Schall noch nach unten. Ja? Das heißt, der Schall geht an euch vorbei und dazu kommt dieses Nuscheln. Das ist ein massiver Störer, weil wir erstmal versuchen zuzuhören, unser Kopf versucht, Sätze zu vervollständigen. Wir haben zu vervollständigen, wir haben eine Idee davon, was der Mensch sagen wollen könnte. Nur wenn das zu lange dauert, dann steigen wir irgendwann aus. Und dann gibt es so diese Beißer. Ja? Wir beißen manchmal die Zähne zusammen, wenn wir sehr angestrengt sind, wenn wir noch etwas durchsetzen wollen oder wenn wir wütend sind. Das Problem ist, mit diesem Zusammenbeißen des Kiefers geht auch wieder Artikulation flöten. Ne? Ich kann jetzt so die ganze Zeit mit euch reden. Das ist ein bisschen schwierig fürs Zuhören. Übrigens tut mir dann ja auch irgendwann der Kiefer weh. Was aber noch passiert, ist die Tatsache, dass nicht nur der Kiefer verkrampft, sondern irgendwann Schultern, Oberkörper, dass das alles eng und hart wird. Also auch so ein Störer. Auch da steigen wir aus. Ne? Unsere Fantasie, unser Kopfkino versucht sich wieder zu überlegen, warum ist dieser Mensch möglicherweise gerade so angespannt oder wütend auf uns, wie auch immer. Dieses zu wenig artikulieren, also zu wenig diesen Artikulationsraum zu benutzen, kann auch ein zu viel sein. Ja? Es gibt Menschen, die artikulieren über. Ja? Schönen guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid, ich freue mich total. Da kommt dann meistens noch so ein Artikulationsstörer Lautstärke dazu. Aber dieses Überartikulieren verbinden wir häufig mit anderen Bildern. Also mir fällt bei Überartikulieren sofort eine Sequenz in unserer deutschen Geschichte ein. Schwierige Assoziation. Also wir steigen wieder aus, möglicherweise. Zudem kann es so wirken, als würden wir angegriffen. Ne? Weil diese Knalllaute, dieses T, P, Sch, das kann so richtig uns entgegenschwingen, ja? Und so richtig angreifen. Echt schwierig. Also zu viel oder zu wenig an der Artikulation ist echt problematisch und kann ein Kommunikationsstörer sein. Es gibt auch so zwei oder drei Varianten, wie das Lispeln zum Beispiel, das angeboren ist, oder auch das Stottern. Stotterer kenne ich viele, die mit vielen Stimmübungen das super in den Griff bekommen haben und es ist nur noch sehr wenig wahrzunehmen, nur wenn sie gerade sehr angestrengt oder aufgeregt sind.
Lispeln schwierig mit der Zunge. Auch da gibt es Möglichkeiten, sich das ein bisschen weicher abzutrainieren, in Anführungszeichen. Es gibt also angeborene Schwierigkeiten in der Artikulation oder welche, die aus Unsicherheit herauskommen, aus Anstrengung herauskommen. Also Unsicherheit, das ist dann eher so das Nuscheln. Das sind auch dann die, die vielleicht so ein bisschen, ne, nach unten schauen. Ihr wisst Bescheid. Es kann aber auch dieses aus der Anstrengung, dann kann es dieses Zusammenbeißen sein und so weiter. Artikulation, der Mangel davon oder das zu viel davon, kann massiv unsere Kommunikation einstören oder einschränken. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ja, es geht nächste Woche weiter mit mal wieder der Wortwahl. Ich habe mir noch so ein paar schöne Sachen in dieser Richtung ausgedacht. Wir gucken noch mal auf bestimmte Wortgruppen, die teilweise wirklich massivst unsere Kommunikation stören. Ich wünsche euch eine grandiose Woche. Passt auf euch auf. Seid gesund, bleibt gesund. Seid mir und bleibt mir gewogen. Und tada, bis dann. Ciao, ihr Lieben. Macht's gut.